Ja, hallo ihr Lieben. Weiter aus der Liebeskummerwoche. Gibt die Liebeskummerkurse. Bei mir ist das Modul 0 und Modul 7 auf liebeschipp.de. Packt das auch nochmal hier drunter. 10 Euro vergünstigt mit dem Code Liebe. Und ihr konntet Fragen stellen und ich beantworte mal wieder eine Frage. Haben Borderliner einen krasseren oder toxischeren Liebeskummer? Ja, das kann man, glaube ich, mit Ja beantworten. Sag mal, kann man jetzt nicht jeden, auch Borderliner ist ja mittlerweile zu so einem, genauso wie Narzisst, zu so einem allgemeinen Begriff geworden, dass man sich schon immer fragen muss, was denn damit eigentlich jetzt genau gemeint. Aber jetzt, also jetzt, wenn wir das genauere Bild meinen vom Borderline, ja, da sind die natürlich extrem emotional instabil, was sich natürlich auch in der Verliebtheit zeigt. Also man kann so sagen, dass Borderliner, weiß ich nicht, dreimal so verliebt sind wie vielleicht nicht Borderliner und und entsprechend oder vielleicht auch noch mehr in so eine Fantasie gehen und aufgrund der vielleicht vorhandenen Traumata, aber dann auch noch mehr Liebeskummer haben, so weil das, also die Fallhöhe dann noch viel höher ist, so, ne? Also die scheinbare Fallhöhe. Und das kann ja bei Borderlinern dann auch extrem umschlagen, ne? Dass man erst ist man sozusagen tollste Mensch überhaupt und dann kippt es und dann ist man das absolute Hassobjekt, so, ne? Gibt ja auch so ein Buch darüber, das heißt, glaube ich, das geht auch auf dieses Wechselspiel von Liebe und Hass, vielleicht packe ich das noch hier drunter, das Buch. Das kann ja extrem schnell umkippen, ne? Das heißt, ja, wenn du vielleicht, weiß nicht, ob das jetzt eine Frage vom Mann war, keine Ahnung, manchmal haben Männer damit ja zu tun, dass sie in so eine borderlinige Beziehung kommen und das dann so schnell hin und her kippt. Oder man weiß selber, dass man mit zu tun hat, ja, dann kann man sich schon auf entsprechend heftigeren Liebeskummer einstellen. Ist ja auch eine, ja, sehr ernstzunehmende psychische Störung, die man natürlich dann auch behandeln lassen sollte, psychotherapeutisch, und ja, sich dann entsprechende Hände begeben sollte. Das ist eben aus diesen Gründen, weil es eben so abgehen kann, sage ich mal, ne? Ja, dann bis zur nächsten Frage. Wir werden uns mal wiedersehen.